Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UI Talk. Ich hatte ja schon in den letzten paar Folgen mit euch Webseiten angeschaut, beziehungsweise in der letzten Folge, es gibt übrigens jetzt nur eine. Da haben wir uns halt einmal Spygate MC angeschaut. Da habe ich, glaube ich, auch recht viele Fehler gefunden, weil ich das auch, da hatte ich auch vorher schon einmal rübergeschaut. Das gleiche habe ich wieder bei Mozilla gemacht. Das gleiche muss ich diesmal sagen, es wird schwierig. Es wird wirklich schwierig, was zu finden. Aber so ein paar Kleinigkeiten sind mir schon aufgefallen. Also fangen wir einfach mal grundlegend an. Also wir fangen hier oben eigentlich ja prinzipiell an. Das ist das erste Mal, wenn man wirklich die Seite betritt, wird halt einem gesagt, ja, wir würden uns freuen, wenn man halt hier ein bisschen was donatet. Alles richtig. Was mir jetzt so auffällt, man hat halt hier sehr viel sozusagen schön angepasst. Aber halt, ja, hier die Checkboxen könnte man schöner designen. Man kann Checkboxen designen. Ich habe es auch schon häufig gemacht. Ich fände es natürlich schöner, wenn man hier die Checkboxen designt. Muss man halt für jeder für sich entscheiden. Meiner Meinung nach wäre es halt gut, das zu machen. Dann geht es hier runter gleich weiter. Wir haben hier diese Buttons. Ich finde die eine coole Sache, wie sie gemacht sind. Aber wenn man jetzt hier sieht, man kann da auch richtig viel Scheiße mitbauen. Weil die schlecht optimiert sind mit CSS. Das Ganze habe ich auch sowas ähnliches, gibt es auch auf Twitter, aber ja. Sonst sind es halt Sachen, die sich so ein bisschen stören, aber an sich sind die Buttons cool gemacht. Nur man muss halt bedenken, dass halt hier vorne halt wieder Bug entstehen kann. Wenn man es richtig macht. Dann gibt es solche schönen Bugs. Ja, das sind so Sachen, aber ansonsten finde ich das halt hier im oberen Teil sehr gelungen. Abgesehen halt, wie gesagt, von den Checkboxen. Hier vorne haben wir eine Navigation. Die finde ich auch sehr gut, weil sie halt unterteilt ist. Ne? Mozilla, Get Involved, Carriers. Halt, also es ist halt sehr schön unterteilt und es ist halt nicht so diese Standard-Nachwahl, ja, ich klappe mal aus und sehe oben ein paar Tabs, sondern ich klappe auf und ich sehe da drunter nochmal ein paar Tabs, wo ich hinkomme. Finde ich sehr gelungen. Logo, ja, ist halt das Logo von Mozilla. Ansonsten hier auch halt so mit solchen, ja, SVGs gearbeitet, ne, also dieses, ja, Fan, es ist halt so ein bisschen, ja, so dieser moderne Stil, dass man sozusagen so ein Image einbaut und dann halt das Image sozusagen, ja, so ein paar, anstatt so einen Font zu nehmen, wo man sozusagen einzelne Icons hat, wirklich sozusagen mehrere Sachen zu verbinden und das halt irgendwie in die Seite einzubauen, finde ich hier sehr gut, weil es hier auch, wenn man sich das ansieht, also hier ist sozusagen der Hauptspruch ja von Mozilla, hier hat man dann halt dieses Icon und das füllt halt einfach so einen riesen Lückenfüller. Ansonsten wäre hier eine riesen Lücke und er hätte ein Bild hinzugefügt. Ein Bild würde aber auch wieder sozusagen, dadurch, dass ein Bild halt sozusagen wirklich Kanten hat, sozusagen den Fokus ablenken. Hier haben wir halt wirklich keine richtigen Kanten, weil es halt einen transparenten Hintergrund hat und sozusagen nur sozusagen durch diese einzelnen Elemente halt beschränkt wird. Das finde ich halt, lässt das Ganze ein bisschen offener wirken und ist eigentlich sehr gut. Also sollte man auf jeden Fall überdenken, ob man es auf die eigene Webseite auch überträgt. Dann kommen wir halt weiter zu diesen einzelnen Tabs. Und die sind halt unterschiedlich groß gestaltet. Das finde ich schon mal ganz gut. Hier seht ihr aber auch schon gleich einen Fehler, der mich zum Beispiel persönlich stört. Hier seht ihr einmal das Ganze, das geht bis hier unten. Daneben das Row-Element geht aber nicht bis ganz nach unten, sondern nur so teils nach bis ganz nach unten. Kann man besser machen. Also ich hätte das Element zumindest bis hier ganz nach unten gemacht, weil das dann halt insgesamt zu dem Ganzen passt. Damit es halt sozusagen in eine Row passt. Ist aber jetzt nicht sonderlich schlimm. Was mich ein bisschen mehr stört, ist tatsächlich, dass halt wirklich alles hier, das werdet ihr auch gleich sehen, wirklich überall mit diesem Underline gearbeitet wird. Also man hat halt immer, wenn man hier sozusagen rüber hovert, was underlined und ich finde es persönlich schöner, wenn man halt nicht mit so viel Underline arbeitet, sondern tatsächlich das so macht, dass man halt mit Farben arbeitet. Das heißt, wenn man über was rüber hovert, die Farbe dunkler wird. Aber ich finde so, dass hier jetzt sozusagen link ist, ist erkennbar. Und ich habe halt außenrum jetzt diesen Border halt schon, der schon recht dick ist und eigentlich erkennbar ist. Aber ich untermale das nochmal zusätzlich. Finde ich too much persönlich. Ist aber jedem selbst überlassen. Das ist so meine Meinung dazu. Dann gehen wir mal weiter. Ja, hier unten, das ist halt genau das gleiche, aber hier haben sie zum Beispiel gemacht, dass es das alles auf der gleichen Ebene ist. Das finde ich nämlich deutlich besser. Das ist so eher mein Stil, den ich habe. Muss ich ja für sich selbst entscheiden, aber wie gesagt, ich finde es nicht sehr gelungen. Dann kommen wir hier weiter zu diesem More Power to You. Das finde ich zum Beispiel wieder sehr gut. Man hat hier ein Element genommen, halt diesen Baum, den man aber halt über dieses Element rüber fliegen lässt. Vorteil an der ganzen Geschichte ist dadurch, dass man es rüberfliegen lässt, es lässt das Ganze nicht mehr so statisch aussehen, nicht mehr nach Boxen, sondern diese Boxen werden halt größer, die sind halt nicht mehr fest an den Boxen und irgendwelche Elemente können auch außerhalb der Boxen sein. Das ist eigentlich eine sehr gute Sache, sollte man auf jeden Fall machen. Wie man auch hier sieht, wieder ein Element genommen, SVG wahrscheinlich in diesem Fall, oder gehe ich zumindest von aus, was halt dann sozusagen nicht durch irgendwie einen Hintergrund begrenzt ist, dadurch halt dann sozusagen das Ganze offen lässt, also sozusagen man sieht das Element noch dahinter, aber halt trotzdem sozusagen ein guter Lückenfüller, weil sonst wäre hier riesen viel Space, den man jetzt sozusagen sehr gut ausgefüllt hat.
Auch wieder hier zum Beispiel eine Sache, die mich ein bisschen stört. Ja klar, Links sind immer unterstrichen und sowas. Finde ich, ist kein Muss mehr heutzutage. Ich finde es cooler, wenn man sozusagen einen Link hier hat, der vom Linktext erkennbar ist. Also entweder lässt man dann auch zum Beispiel jetzt diese Unterstrichene da oder nicht. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die mich dann halt so ein bisschen, ja, weiß nicht. Ich finde es nicht so schön. Also meiner Meinung nach eher dann entweder Farbe dunkler machen oder halt wirklich dauerhaft diesen Balken drunter lassen. Ansonsten ist das nicht so cool. Ist aber auch mal wieder was anderes. Also von daher, ne, wie gesagt, das ist sozusagen immer auch die eigene Meinung. Ja, hier haben wir wieder sozusagen zwei solche Tabs, die habe ich ja schon oben besprochen. Dann kommen wir halt hier zu diesen einzelnen Sachen und zu den einzelnen Tabs, die sind halt auch wieder so ein bisschen, weiß nicht, ob es jetzt hier eine Designentscheidung ist, dass man sagt, dass diese beiden Tabs kleiner sind als die andere. Ihr seht das hier, ne? Also die beiden Tabs sind kleiner als die hier. Ich persönlich finde es designtechnisch nicht sonderlich gelungen. An sich, wenn man sowas in eine Reihe macht, dann sollte es auch in einer Reihe bleiben. Auf der anderen Seite, vielleicht möchte man diese hier verkleinern, weil die älter sind oder was auch immer. Trotzdem, meiner Meinung nach, eher alle gleich groß. Hier oben zum Beispiel sieht man auch wieder diesen Subscribe-Link. Hier hat man zum Beispiel tatsächlich mit der Farbe gearbeitet. Aber auch hier geht wieder sozusagen dieses Underline weg. Und das finde ich auch wieder schade. Ich hätte eher dann drauf gehofft, dass das Underline mit stehen bleibt. Wieder zwei solche Blöcke, da habe ich auch schon mal drauf angesprochen. Hier haben wir wieder so einen Block wie oben. Also es wiederholt sich sozusagen die Seite. Hier haben wir wieder zwei Blöcke. Also, ja, wie gesagt, also wir haben hier eine wiederholende Seite, die halt immer wieder solche Blöcke hat. Dann wieder einen so einen Block. Es ist halt immer wieder das gleiche prinzipiell, nur ein bisschen anders angepasst. Ist aber trotzdem eigentlich ganz gut, weil es halt durch diese einzelnen Blöcke hier diese großen Blöcke auflockert. Das Ganze aber auch sozusagen auch ein bisschen in diese Kategorien also sortiert. Das heißt, man hat ja hier so eine Art Blockübersicht. Passt halt eigentlich super gut. Dann kommen wir Love the Web. Und jetzt kommt auch so ein Punkt, der mich schon wieder stört. Der stört mich wirklich. Ihr seht halt hier diese Sache. Ich kann jetzt hier irgendwelche Sachen halt hinzufügen. So, hier klappt auch alles aus. Aber jetzt kommt's. Wir haben unten so einen fancy Button, der richtig, richtig schön gestylt ist. Und oben haben wir einen fast normal aussehenden Text, der hier ist. So, der Tooltip ist hier. Füllen Sie dieses Feld aus. Ist halt normal hier. Dann, ich finde, wenn dann schon ein cooler fancy Tooltip vielleicht noch dran, wenn man überhaupt einen Tooltip macht. Dann halt auch anders gestylt. Hier ist es abgerundet. Hier sind abgerundete Ecken. Und die Ecken hier sind. Ich will jetzt sagen, wenn überhaupt um einen Pixel abgerundet, also fast nicht zu erkennen. Also das hier sieht hier eher eckig aus, das hier sieht eher abgerundet aus. Des Weiteren finde ich auch dann zum Beispiel die Box sehr, sehr klein. Also hier haben wir sozusagen eine enge Box um das Input herum. Hier haben wir einen großen Button mit einem kleinen Text. Passt nicht gut zueinander, meiner Meinung nach. Würde ich halt zum Beispiel jetzt anders lösen. Ich würde halt tatsächlich die Box hier eher größer gestalten und dann halt ja, den Button so lassen. Auch hier unten diese Dropdowns. Halt ein Standard Dropdown. Weiß nicht. Auch zum Beispiel, dass das hier blau umrandet wird, finde ich, ist eher unpassend. Klar, die Seite hat hier und da immer das Blau, finde ich aber da too much. Also ich würde das Blau nicht lassen. Auch zum Beispiel anderer Kritikpunkt, hier abgerundete Ecken, hier eckige Ecken. Ist halt nicht konsistent, ist inkonsistent. Sieht nicht gut aus, finde ich, lässt das Form halt auch dann ein bisschen, ja, nicht mehr so dolle wirken. Dann gehen wir weiter, wir haben halt HTML-Text, ja wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, Checkboxen könnte man stylen, vor allem wenn man hier den Rest schon stylt, dann sollte man auch die Checkboxen stylen. Hier auch das gleiche wieder mit der Checkbox. Hier nehmen wir das Privacy Notice. Ich hätte halt tatsächlich das This nicht mehr als Link gemacht, sondern nur Privacy Notice. Finde es auch zum Beispiel nicht schön. Hier haben wir I'm okay with Mozilla handling my infos and expand in. Und dann springt das komischerweise plötzlich um. Und hängt hier unter der Checkbox. Meiner Meinung nach müsste das hier eingerückt sein. Das heißt, alles sozusagen untereinander hier in dem Bereich. Und die Checkbox sollte sozusagen frei sein. Das sieht deutlich besser aus. Dann halt diese Texte runter. Das passt sogar. Hier haben wir auch das Firefox Privacy Notice. Hier auch interessanterweise genau das Gegenteil von der ganzen Seite. Also überall, wo man auf jeder Seite ist, ne, auch hier das gleiche. Also vielmehr, naja, nee. Nicht das gleiche. Hier überall, wo Links sind, man hoppert drüber und Line geht weg. Gleich hier oben. Dann kommt man auf diesen einen Teil mit der Firefox Privacy Notice, die ja prinzipiell genau das gleiche ist wie das. Und hier hapert man rüber und es geht weg. Und hier hapert man rüber und es kommt da hinzu. Auch wieder inkonsistent. Ja, also man sollte sich schon entscheiden für etwas. Dann haben wir hier Download Mods Firefox. Ja, halt normaler Button. Hier auch wieder ganz gut mit diesem. Mit dem Tab.
Ja, aber hier unten sozusagen aussieht, als würde ich hier rauskommen und sozusagen darunter verschwinden. Oben aber ein bisschen Space gelassen. Sieht super aus. Finde ich, ist gelungen. Auch, dass man hier das sozusagen allein passt perfekt. Hier unten auch sehr schön unterteilt, dass man halt sozusagen hier einmal diese Hauptsachen hat. Also die Hauptbereiche, wo man hinkommen kann. Nochmal so ein bisschen was von oben sozusagen. Ich glaube, so Teile von oben wurden hier übernommen. Zum Beispiel Company haben wir hier unten gebaut und dann hat man hier oben hat man ja gebaut und dann halt ja, ein bisschen was über die Company, glaube ich, auch. Aber es hat eigentlich, es passt ganz gut zusammen. Und dann unten drunter durch diesen Strich, finde ich das auch sehr gut gelungen. Man teilt das ein bisschen ab und schreibt hier unten nochmal sozusagen die ganzen Copyright-Sachen hin, Language-Auswahl. Ja. Was ich zum Beispiel jetzt bei Language-Auswahl schade finde, mir fehlt persönlich hier eigentlich so ein Icon pro Land. Also diese Flagge, zum Beispiel eine Deutschland-Flagge, eine England-Flagge etc. Das lässt es auflockern. Dass sie aber hier zum Beispiel jetzt diese Icons haben, finde ich ganz gut. Meiner Meinung nach eher dunkler machen und nicht an der Line, weil die Icons an der Line, ja, ist nicht so schön und nicht so stilvoll. Ja, dann haben wir hier halt unten wieder diese Links. Die sind wieder genau das Gegenteil von dem hier oben. Also es ist halt, wie gesagt, ein bisschen inkonsistent. Ansonsten aber eigentlich eine ganz, finde ich, gelungene Seite. Wie gesagt, nimmt die Kritik jetzt nicht so, als wäre es jetzt sozusagen super kritisch, was ich hier meine. Also die Seite an sich ist halt echt gut. Aber wenn man halt wirklich ins Detail sich das ansieht und halt mal genau guckt, was könnte man besser machen, sind halt hier und da so ein paar Sachen und Feinheiten, die man wirklich angehen könnte. Aber ansonsten auch zum Beispiel auch sehr, sehr gut gemacht hier oben. Das muss ich jetzt gerade sagen, ist mir nämlich gerade jetzt aufgefallen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auch überall diese lila Farben. Man hat hier genau sich auf dieses Lila halt konzentriert und das ist überall hier drin. Das ist, ja, leitet halt einen dadurch. Gut, hier hat man es nicht, aber das hat ja auch nichts damit zu tun. Hier auch wieder lila. Also man hält sich so ein bisschen an den Farben und es passt zusammen. Ja. Das ist sozusagen so mein Fazit zu der Mozilla-Seite. Ich hoffe, euch hat das Ganze mal gefallen und dann sehen wir uns bei der nächsten UI-Talk-Folge. Wenn ihr noch irgendwie eigene Webseiten habt, die ihr gerne, oder irgendwelche Webseiten habt, die ihr gerne einsenden würdet, schreibt die doch einfach mal unten drunter. Und dann werden die in den nächsten UI-Talk-Folgen kommen. Und ich danke fürs Zusehen und ja, liken und Abo dalassen, wenn ihr weiteres davon sehen wollt. Von daher, bis dann. Tschüss.